Viele Anleger haben seit Tagen darauf gewartet, auf den Arbeitsmarktbericht der Amerikaner. 180.000 neue Stellen sollten es sein. Und magere 151.000 sind es dann geworden. Da sind wir weit davon entfernt, den Arbeitsmarkt robust nennen zu dürfen. Ja, und jetzt das Kalkül an der Börse. Wenn der Arbeitsmarkt und damit die Wirtschaft zu schwach ist, dann lässt sich die amerikanische Notenbank Fed noch länger Zeit, die Zinsen anzuheben. Möglicherweise fällt die Zinsanhebung in diesem Jahr sogar komplett ins Wasser. Und das dürfte wieder ein Beschleuniger sein für die Aktienmärkte. Wir haben das auch gleich heute gemerkt. Der DAX in einer ersten Reaktion gut 100 Punkte zugelegt. Mal gucken, was nächste Woche auf uns zukommt. Da sind es nämlich auch die Notenbanken, genauer gesagt die europäische Notenbank, die EZB, die einen ganz wichtigen Termin hat. Aber wir tasten uns ganz langsam vor. Wir fangen an mit Montag, dem 5. September, und das zunächst einmal Feiertag in den USA, deswegen kein Börsenhandel. Wichtig hierzulande der Sentix Konjunkturindex für September. Außerdem überprüft die deutsche Börse die Zusammensetzung der jeweiligen Indizes. Weiter geht's mit dem Dienstag. Da haben wir zunächst einmal den Auftaktseingang in der Industrie hierzulande, später dann noch das BIP in der Eurozone und aus Amerika den Einkaufsmanager Index für die Dienstleistungen. Der Mittwoch beginnt mit der Industrieproduktion hier in Deutschland und endet dann um 20 Uhr mit dem Beigebook der Amerikaner. Und dann kommt der Donnerstag, der Tag der EZB. Die Sitzung beginnt schon relativ früh um 9. Dann um 13.45 Uhr fast schon standardmäßig der Termin für den Zinsentscheid. Und das Wichtigste dann die Erklärung dieses Zinsentscheids, die Bedeutung, die Nachfragemöglichkeiten durch die Journalisten, das Ganze dann um 14.30 Uhr. Am Freitag, kurz und knapp, haben wir ein Datum, und zwar hier aus Deutschland, diesen Außenhandel im Monat Juli. Das war's. Tolles Wochenende und dann einen guten Wochenstart.